in Laramie Jones, where our neighbors a long time back. They live right down the road from us in a shack just like our shack. We worked in the fields together. So, Gustl, da schau her, das ist jetzt meine Küche da. Da hast du aber auch schon aufgehört. Da bin ich jetzt, aber du bist einer der berühmtesten Köche für Österreich, verstehst du das? Steiermark, da schau her. Ja, da habe ich einen Schreiber für dich. Jetzt bin ich gespannt, was du dabei hast. Ja, das ist schon. Weil dann sind wir ja, also ich bin ja dann in erster Linie gefordert. Aber du mal mein Taschel. Das Taschel ist irgendwie, ich weiß nicht, ein bisschen rosarot, oder? Das war meiner Großmutter. Aha. Das war das Rotkäppchen. Also das war das Rotkäppchen. Aha. Ja gut, das ist mal was anderes, verstehst du das? Aber es ist schön, ein schönes Taschel. Da bin ich jetzt neugierig, was du da draus machen willst. Also, du hast jetzt einmal, nach, was du da hast. Da ist ein schönes Fleisch. Ja. Kotelett hast. Ja. Zwei schöne Kotelett hat er dabei. Ja, schau her. Ja, wunderbar, nee. Wunderbar. Ja, ich liebe ja Kalbfleisch. Speichel hat er schon, den ersten Speichel hast du dabei. Schöne Stangerl da. Ja, da habe ich Glück gehabt, dass sie den erwischt haben. Da schau her, wunderbar. Ja. Der Deutsche, oder? Der erste deutsche Speichel. Der erste deutsche Speichel. Da schau her, Meerrettich. Das ist kein Spargel, wie wir sehen. Das sagt sie, oder? Das ist ein Krähen, sagt sie, oder? Das ist ein Krähen, ja, ein Krähen. Krähen, das ist kein Spargel. Nein. Du musst halt alles erklären, du. Ja, ja, du hast ja eh gekauft. Ingwerwurzel, die sind mir eher wie viel dabei. Weiß ich nicht, warum, aber. Ja, na, die sind, ja, das ist auch Ingwer. Ich liebe Ingwer. Also den Geschmack liebe ich sehr. Und mittlerweile finde ich das auch klasse, wie ihr das verwendet in der Küche. Ja. Das ist aber kein österreichischer Ingwer, oder? Der wächst in Österreich selten, ja. Und den Knoblauch haben wir noch. Gut. Und was hast du da noch? Ja, Erdäpfel, oder? Was sagst du? Erdäpfel, genau. Erdäpfel. Das ist im bayerischen Bereich. Erdäpfel. Okay, da fällt uns schon was ein, so schwierig, ja. Meine, ist es das nicht? Ich stelle mal da hin. Tasche, du hast weg. Ja. Ja, also. Machen wir Meerrettichsoße. Ja. Machen wir Meerrettichsoße mit frischem Meerrettich. Ja. Dann die Kotelett, die darf ich sagen, die werden wir mal. Machen wir mal ein bisschen anders. Die Kotelett, die werden wir schön einritzen vielleicht. Dann werden wir es panieren. Machen wir es gebacken. Panieren, schön. Ja. Oder? Gebackene Kotelett. Ja, finde ich klasse, ja. Gebackene Kotelett, das ist jetzt ein bisschen deftiger. Aber bin ich neugierig, wie du die Wiener paniert zusammenbringen wirst. Das ist ja ein bisschen in die Blasen schlagt. Bin mal zusammen. Ja, das liegt nämlich gar nicht so am Panieren. Das liegt ich werde es mir anschauen. Aber jetzt sagst du. Okay, jetzt pass auf. Kartoffeln machen wir Bratkartoffeln zum Panieren. Ja. Weißt, das ist eh schon sehr gut, besser, weil das muss ja dann nicht so leicht sein. Ja. Weil normal sagt jeder zum Speichel Salzkartoffeln, dann machen wir aber Bratkartoffeln. Ja, und was machen wir mit Ingwer? Ja, mit Ingwer. Genau, den haben wir auch noch, einen Ingwer. Ja, jetzt pass auf, den Ingwer, den können wir, wenn du magst, den kann man unter Umständen noch ein bisschen was ins eine reiben zum Panieren. Oder wir nehmen nicht Meerrettichsoße. Hey. Das war vielleicht auch noch was. Bei der Meerrettichsoße können wir es ja probieren, von Löffel ein bisschen. Wie schmeckt ja. Aber das mit Dings, das finde ich super. Also das in die Panier rein tun, das finde ich super. Ja, können wir machen. Stellst du mal ein paar Speichel? Sehr gut. Wenn ich dann helfe da. Ja. Und die Bratkartoffel, die würde ich sagen, die macht der Hans-Peter. Ja. Hans-Peter, kommst du mal schnell. Der Hans-Peter, das ist unser Küchenchef. Ah ja. Servus. Der muss uns ein bisschen helfen, damit wir uns ein bisschen fertig werden. Hans-Peter. Hans-Peter, schau her, wir haben jetzt gesagt, der Gustl hat einen Speichel dabei, Kartoffeln, Kotelett, das würde ich sagen. Willst du uns die Kartoffeln herrichst, die Bratkartoffelmäßig herrichst und einen Speichel, den schauen wir selber. Das heißt ich. Ja, genau. Und willst du vielleicht die Ingwerwurzel ein bisschen oberschätzt, okay. Oder dann sagen wir, das war nett. Danke dir. Und dann fangen wir an, oder? The cotton was high and the corn was growing fast. Speichel was der dir ein bisschen Butter rein. Ja. Ein bisschen Butter. Dann einfach ein bisschen Salz. Ja. Nicht viel, verstehst du das? Ach so, muss ich. Und ein bisschen Zucker. Butter, Zucker, das ist gut auch, das ja. Ich, ne? Und sonst gar nichts. Verstehst du? Weil wenn du alles was, da gibt es also zig verschiedene Hausfrauenrezepte. Der eine hat das nicht, der andere Essig, der andere eine Zitrone. Aber ich finde jetzt gerade der Speichel, der soll nach Speichel schmecken. Das denke ich auch. Und machen wir dann, verstehst du, das ist eine gescheite Sauce dazu. Ja. Und dann braucht man doch also ein Kasperltheater. Ja. Also, Gustl, ich muss dir sagen, das schmeckt wirklich gut. Aber das kommt wahrscheinlich daher, weil du Koch gelernt hast. Verstehst du das? Jetzt hast du verraten. Nein, aber das ist wirklich, das ist eigentlich ungewöhnlich. Das habe ich noch nie gehört. Ich meine, das ist ja vielleicht für mich auch noch mal eine Geschichte. Verstehst du das? Du bist ein gelernter Koch und bist, das muss man jetzt einmal sagen, ohne da irgendwie zu schmeicheln, aber du bist das wirklich einer der bekanntesten, berühmtesten und besten Schauspieler, die wir im deutschsprachigen Raum haben.
Danke. Und wenn das aus der Küche kommt, ich meine, so, da können sich ja manche Köche auch noch Hoffnungen machen. Verstehst du das? Ja, ich meine, das Kochen hat ja sehr viel mit Kunst zu tun, hat ja sehr viel damit zu tun, mit kreativ sein und mit spontan sein. Und ich bin auch privat immer noch gern Koch. Hab's ja vor 30 Jahren gelernt und dann gleich aufgeben danach, weil ich wollte immer ganz speziell für Menschen kochen, also die ich kenne und so. Und das ist ja nicht möglich, das weißt du ja selber. Ja, nein, ist schon klar. Aber wie kommst du denn da zum Schauspieler? Oder wann überhaupt auch die Idee vom Kocher zum. Du, ich habe immer Musik gemacht, so Volksmusik, Oberkerner Musik, weißt, das ist bei uns da in der Steiermark ziemlich bekannt und berühmt und dadurch hat sich das halt so ergeben und irgendwann habe ich gesagt, das ist mir zu wenig, ich will weiter raus und will nicht Musik machen, das ist so eng und so. Und dann irgendwann durch einen Zufall bin ich drauf gekommen, dass man Schauspiel studieren kann. Und da bin ich in Graz hingegangen auf die Hochschule und habe gesagt, grüß Gott, ich möchte Schauspieler werden. Die haben alle nur so geschaut und gesagt, was will dieser Mensch da von uns? Ja? Ja. Und nach der Prüfung, ich habe mich auch nie irgendwo anders beworben, sondern nach der Prüfung ist er zu mir gekommen und hat gesagt, wenn Sie sprechen lernen, dann nehmen wir Sie auf. Ich habe gesagt, ist in Ordnung, machen wir. Ja, du hast ja Dialekt kennen praktisch, oder? Ja, das Stornsteidisch, das ist ja, also, das, es ist ja beides schon schwierig und schlimm, aber Stornsteidisch ist noch eine Stufe tiefer. Aber sag mal, so privat, redest du jetzt auch Hochdeutsch oder hast du das ganz abtrainiert oder kommst du das noch? Nein, wenn ich mit meiner Mutter rede, wenn ich mit meiner Mutter rede und da von der Autobahn abfahre, kann ich nicht Hochdeutsch reden. Dann wechselst du das aus, oder? Ja, ja, oder so wie mit dir jetzt, also, das ist halt so ein Mischmasch. Ich sage ja immer, ich bin Bayermärker und nicht Steiermärker, sondern Bayermärker, weil ich in Bayern lebe und in Steiermark. Ja, das ist super. Na du, aber... Und weil du bist da so eigentlich ein ziemlicher, wie man so sagen kann, aber du bist da lustig irgendwie, oder? So, die Österreicher sind meistens etwas lustiger. Ja, die Österreicher sagen ein Halblustiger. Das ist noch einmal eine Abgrenzung. Ein Halblustiger ist einer, der, wo man nicht genau weiß. Aber du hast jetzt eigentlich, sag mal, so richtig berühmt geworden, bist du eigentlich so mit so ernsteren Rollen, oder? Ja. Wenn man vorstellt, ich meine, du bist beim Spielberg, so Schindlers Liste dabei. Ja, ja, ja. Dann habe ich dich gesehen da im Untergang, so als Piloten vom Adolf da. Ja, ja. Also eigentlich, und dann halt auch, du bist da dann als eine Kammerspieler, du bist als Theaterschauspieler. Ja. Aber vom Typ her bist du eher ein bisschen... lustiger. Ja, das ist so, also was ist eine Komödie machen oder? Ja, du habe ich auch, gibt's auch. Ich habe mit Gerd Bolt, also das war sein der ist ja der Hammer. Der Titel fällt mir jetzt nicht ein, du siehst also wie toll mir der Film gefallen hat. Also lieber Gerhard, entschuldige. Also, du hast auch lustig gespielt, oder? Da war ich relativ lustig, ja. Und ich spiele auch gern Komödien. Ich mache mich gern über mich selbst lustig irgendwie. Es gibt nur so wenig Möglichkeiten. Also ich habe mit manchem deutschen Humor habe ich ein Problem, ja. Aber das ist mein privates Problem. Das andere sind, dass ich relativ viele böse und zwielichtige Typen spiele und vor allem so diese janusköpfigen Typen, also der unheimlich nett und lieb ist, also bei jetzt in Afrika Mon Amour, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ja, das habe ich in der Vorankündigung gesehen. Ja, und wo wirklich ein nonchalanter, sympathischer Mensch, kunstsinnig und so, und der dann am Schluss aber einen Turning Point macht, das glaubst du nicht, ja, und den alle in Arsch tritt. Es ist einfach ein großes Spektrum und darüber bin ich auch sehr froh und da bin ich sehr dankbar, dass man nicht festgelegt wird auf eine Rolle. Das Schlimmste, was einem passieren kann, glaube ich, in dem Beruf ist, dass man ein fescher junger Mensch ist, ja? Ja. Und irrsinnig früh Erfolg hat. Das ist das Schlimmste, was da passieren kann. Da gehst auf hier und dann bist du am Plafond oben. Dann bist du ja, und du musst aber am Plafond bleiben. Ja, und so wie ist das bei dir mit Musik zum Beispiel? Ich mag eher so diese Tanzer irgendwie, Joseph Kaukobetz und so. Ja. Wolfi Ambros ist für mich der ist man eher dran. Dann mag ich Volksmusik, also, und das, also wirklich aus aller Herren Länder. Ja, die also mag ich schon. So. Kletschmermusik und ich mag auch gerne diese Oberkrainer Musik aus Slowenien, also die ich selber auch gespielt habe. Hast du noch was drauf? Naja, von denen nicht mehr, aber was anderes kann ich singen. Also, es gibt ein steirisches Lied, das heißt, also, das ist das Hornbeam. Hoffentlich bringe ich das jetzt an. Du hast mir jetzt schön eingetaucht. Das ist das Hornbeam, das mich so traurig macht, das mich so traurig macht auf der Welt. Ja, du mein Steiermark, ja, glaubt's mir's gewiss, ja, gewiss. Dass nur die Steiermark mein Heimat ist. Ja, du mein Steiermark, ja, glaubt's mir's gewiss, ja, gewiss. Dass nur die Steiermark mein Heimat ist. Also, du hast gleich eine Gänsehaut, das sag ich dir. We sit out on the front porch in the evening when the sun went down. Willie would play and Larry would sing and the children would dance around. I'd bring over my guitar. Du soll ich den Zwiebel schneiden? Den Zwiebel, den kannst du schneiden, wenn wir es beim Brennen machen. Julien oder Brunoise? Nein, Brunoise. Ja, wer kann, der kann. Dann machst du Brunoise. Brunoise. Lord, the cat was high and the corn was growing fine. So,
So, Gustl, so hast du super geschnitten, hast du die Zwiebeln. Warte ein bisschen, dem erst der Butter rein. Jetzt machen wir da gleich für die Meerrettichsoße, weißt du? Machen wir es auch einbrennen, weißt du? Ein bisschen Butter rein. Einbrennen. Die Zwiebeln jetzt rein. Du tust rein, nehmen wir da die Zwiebeln rein. Dann werden wir von dem Meerrettich da rein ein bisschen was. Du hast den reißen, oder? Den tun wir jetzt ein bisschen, ja, ich schneide jetzt mal ein bisschen fein. Und dann hinauf, nehmen wir noch mal einen ein bisschen an Geschwebelten dazu. Weil der hat jetzt nicht so den Übergeschmack der Frische, in dem wir dann drüber, zum Schluss noch mal drüber schrauben. Aber ja, zum Ohr lassen ist er her. Das tun wir jetzt daher. Und das tun wir auch da rein, ja? Das tun wir auch da rein. So, ich steuere das um hier da. Ja. Das tun wir da her. Dann packen wir jetzt die Kotelette an. Das tun wir jetzt ein bisschen einschneiden. Das kommt ja eigentlich aus Venedig, oder wo kommt das aus Florenz? Das Wiener Schnitzel, kommt das aus Florenz oder Venedig eigentlich? Das Wiener Schnitzel, das kommt logischerweise aus Wien. Nein. Aber die Wiener haben es die Bayern geklaut. Nein. Italien. Das kommt aus Venedig oder aus Florenz? Ich weiß es nicht. Genau, ich glaube, aus Florenz. Ja. Also ich war eben der Meinung, dass das aus Wien kommt. I remember we hit up the mules when Saturday rolled around. We'd always stop by Willie's house and say, do y'all need anything from town? And he'd say, no, but the fire don't jump. Jetzt werden wir es ganz normal panieren. Ja. Weißt, ich tue es jetzt gleich mal in die Mehl. Jetzt habe ich da den Ingwer da. Möchtest du den reinmachen ins Ei? Josch, gib her. Der haben wir mal einen Löffel ins Ei rein. Ganz wenig wahrscheinlich. Ja. Ganz wenig. Das in der Mitte machst du dann, weil das ist eine Schmiererei. Da bist du der Fachmann. Dann lässt der mal hinten so sein, oder? Sehr gut. Haben wir auch gesagt, so. Aber das ist eine Premiere. Ich glaube, es gibt keine Kreinsauce mit einem Ingwer bis jetzt. Das wird noch keiner gemacht haben. Ne? Ich tue das jetzt einmal rein. Und das ist schön, ja? Das machst du, das mit der Schmiererei. Gell? Also, das ist einmal die Ingwer. Ja, das machst du, bis der Profi, sag's ja. The cat was high and the corn was growing fine. But that was another reason. Da haben wir jetzt die Dinge drin, die Zwiebeln, die du geschnitten hast, ja. In Brunoise. Das Meerrettich haben wir drin. Ja. Jetzt machen wir da einbrennen. Jetzt tust du drin, ich tue da ein bisschen was drauf, schneide dem einfach nur mit Mehl bestäuben. Das hat er früher, haben das eigentlich die Bauern gemacht. Ja, meine Oma weiß ich das noch, die war vom Bauernhof. Du bist ja vom Bauernhof. Ja, ja, genau. Das darf aber nicht knoten, gell? Das darf keine Knöpfe geben. Nein, aber du musst jetzt praktisch das Mehl ein bisschen mit anrösten. Weißt du, ja. Es gibt ja diesen Einbrenn, diesen Röstgeschmack. Ja. Und was tust du jetzt aufgießen mit was? Jetzt werden wir aufgießen, jetzt werden wir ein bisschen Sahne rein, würde ich sagen. Sahne? Ganz, aber nicht vorher, ein kleines bisschen. Ich hab gedacht, da tut man eine Suppe rein. Ja, die kommt schon. Ah, die kommt nachher. Ein bisschen lösen mit der Sahne. Ja. Das ist echt. Dann habe ich da ein bisschen Suppen. Aha. Das ist eine Brühe, ganz normale Fleischbrühe. Sehr gut. Eine Schühe oder? Nee, das ist jetzt so eine Hennersuppe, weißt du? Ah, ja. Ich tue jetzt ganz gern bei so Sachen. Jeder nimmt einen Weißwein jetzt her, zum Beispiel. Ja. Ich würde sagen, da kann man es da ein bisschen mal, also macht sicher einen Sherry nicht. Ist das ein trockener? Ein trockener, genau. Doch, ein Sherry, den wir jetzt rein. Sherry. Muskat, magst du Muskat? Gerne. Muskat ist ein ganz, ganz wichtiges Gewürz, finde ich. Oder Muskat rein. Und das wir jetzt probieren? Probieren wir mal. Und wenn es nicht schmeckt, was mache ich dann? Dann müssen wir sag ich trotzdem, es ist gut. Nein, was müssen wir? Schnitzel nicht oben in der Pfanne lassen oder was weiß ich, sondern ein Schnitzel oder ein Kotelett muss anbraten und dann das anbraten, umdrehen und ins Rohr rein. Und dann gehen die richtig auf. Und jetzt ist das ganz gut, dass der Butter nicht was. Das ist die Kontrolle fürs Fett, da wird das Fett nicht zu heiß. Also, sobald die Butter zum Zischen anfängt, haben wir genau die Temperatur, weil beim Öl zischt es nicht. Ne? Ja. Aber durch Butter zischt es. Verstehst du, jetzt hast du genau die Temperatur, die du brauchst. Super. Und Schnitzel aus der Bauer. Schnitzel aus und dann machen wir die Soße fertig. Ah, schau mal, die sind aber so gewählt, wie ich das gemeint habe. Ja, jetzt aus, da siehst du es ja so, gell? Wie sie in Florenz sind. Und nicht zu viel Hitz, weißt du? Ja, super. Nicht zu viel Hitz. Da schau her, Hans-Peter, hast du die Kartoffeln schon fertig gesagt? Sagst du dir mal? Die Brokkartoffeln, ja, die hat jetzt roh aus der Bacher. Vor allem schön goldbraun. Die goldbraun, weißt du? Da brauchst du gar nicht viel machen. Ja. Roh aus der Bacher. Sehr schön. Den wir dann separat, oder? The years roll past our land. Took back what they'd given, and we all knew we'd have to move if a war. Kasse. Quick, haben wir, oder? Es war mir ein Vergnügen. Du schmeckst aber schon raus, gell? Ha, den Ingwer in der Soße. Schau mal, was ich dir da mitgebracht habe. Das Buch, das ich geschrieben habe, Der arme Ritter. Habe ich darüber gelesen,
Ja, ein erotisches Kochbuch. Ja? Und ich hoffe, dass du damit viel Spaß hast und etwas in deine Küche einbringen kannst. Also da bedanke ich mich sehr. Das ist also, freue ich mich. Und vor allen Dingen ist es auch so, ich meine, das Buch hat ja auch einen gewissen Sinn und Zweck. Du hast da, glaube ich, eine Stiftung gegründet. Das ist die Initiative zur Herzensbildung. Gustl 58 nennt sich das. Das bewerkstelligt zusätzliche humanistische Bildung für Kinder in der Steiermark. Und der Erlös aus diesem Buch, der ist für diese Kinder und für diese Aktion. Und es geht halt darum, dass man jungen Menschen zusätzlich noch Bildung und Bewusstsein beschafft, das sie in der Schule nicht kriegen. Das finde ich ist eine super Sache. Und das ist auch ein guter Abschluss heute für diese doch unglaubliche, tolle Sendung, darf ich sagen. Also ich bin wirklich total happy, dass du da warst und natürlich auch wahnsinnig stolz drauf. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Danke für die Einladung. Okay, und okay, bis demnächst.